So, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich habe gesehen, ich war ewig, wirklich ewig, nicht mehr live. Und da habe ich mir natürlich gedacht, so, das muss geändert werden. Übrigens, falls ihr euch gerade fragt, warum ich noch nicht 100% Fokus habe, dann liegt das daran, dass ich gerade dabei bin, Werbung für mich selbst zu machen, indem ich den Stream hier auf meiner Seite teile und in meiner Gruppe. Und ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, das auch zu machen, denn in diesem Fall wird es, ja, wie sagt man, ans Eingemachte gehen. Wir werden hier in diesem Livestream richtig in die Tiefe gehen. Und ja, ich will von null anfangen, erzählen, worum es geht im Bereich der Spiritualität. Was heißt es, raus aus der Matrix? Deep down the rabbit hole, wie man so schön sagt. Und Servus an die Ersten, die da sind. Sehr cool. Ich freue mich. So, dann gleich bei 20 geht es mal los für uns. Zack. So, Zähne sind wir schon, sehe ich gerade. Mahlzeit Kahn, Servus Christian, schön, dass ihr hier seid, ihr beiden. So, zack. Alright. Dann kann es losgehen. Raus aus der Matrix. Großes Thema, selbstverständlich. Worum soll es gehen? Servus an alle, die da sind. Mahlzeit Stefan, Servus Patrick. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich. So, raus aus der Matrix. Worum soll es hier im Detail gehen? Diejenigen, die mich schon eine Zeit lang verfolgen, wissen ja mit Sicherheit, dass ich über die Themen rede, Persönlichkeitsentwicklung, über Spiritualität und über etliche verschiedene Themen. Und ich habe mir die letzten 10 Jahre die Zeit genommen, mir etliche Bücher zu holen, etliche Seminare zu besuchen, etliche Kurse mitzumachen, um letztlich zu dem Wissen zu kommen, irgendwie, welches ich heute habe und unbedingt mit euch teilen will und letztlich auch muss unbedingt. Was habe ich gemacht? Ich habe mir die Frage gestellt, worauf kommt es an im Leben? Worum geht es überhaupt? Warum sind wir hier auf dem Planeten? Was machen wir hier? Was wollen wir hier? Und was erfüllt das letztlich für einen Zweck? Und die Antwort ist, ich bin durch die ganzen Phasen durch der Persönlichkeitsentwicklung. Realität ist subjektiv. Man kann nicht sagen, was alle Menschen wollen, etc. Stimmt, aber es gibt eine Komponente, es gibt eine Sache, in der wir alle vereint sind, was alle Menschen wollen, unabhängig von Religion, von Hautfarbe, von finanzieller Situation, von Kultur. Es gibt eine Sache, die alle Menschen wollen und die alle Menschen in diesem Wunsch vereint. Was könnte das sein? Zuerst mal, ich bin, glaube ich, mit das erste Mal über meinen Rechner online mit der Webcam. Wenn ihr mich hören könnt, schreibt einmal irgendwie einen Daumen nach oben oder sowas vom Ton her. Dann weiß ich dahingehend Bescheid. Perfekt. Super. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank, William. Also, eine Sache, die alle Menschen vereint, weltweit, unabhängig von Herkunft, finanzieller Situation, Hautfarbe oder was auch immer. Was ist das, was alle Menschen weltweit vereint? Alle Menschen weltweit wollen eine Sache, und zwar glücklich sein. Ne? Man muss weder einer Hausfrau noch einen Rechtsanwalt, noch muss man einen Chirurgiefacharzt oder einem Bürokaufmann dazu überreden, glücklich sein zu wollen. Ne? Es ist ein intrinsisches Verlangen von allen Menschen weltweit, glücklich sein zu wollen.
Aber was heißt das jetzt, glücklich sein zu wollen? Wie kriegt man das hin, wahrhaftig glücklich zu sein und nicht immer nur kurzzeitig? Denn die meisten Menschen werden das kennen, vielleicht auch du, wenn du mir gerade zuguckst. Oftmals ist das Leben ein Auf und ein Ab. Es passieren tolle Dinge, es geht auf, passieren schlechte Dinge bergab. Man kann es nicht wirklich kontrollieren. Doch wie schaffen wir es, wahrhaftes Glück dauerhaft in unser Leben zu ziehen? Servus Dominik. Wie ist das möglich? Wie kriegen wir das hin? Zuallererst glücklich zu sein. Was heißt das genau? Die deutsche Sprache ist da relativ ungenau. Wir unterscheiden zwar zwischen glücklich sein und erfüllt sein. Allerdings ist das Wort Erfüllung oder erfüllt zu sein in unserem Sprachgebrauch in Deutschland nicht wirklich präsent. Im Englischen sieht das ein bisschen anders aus. Da unterscheiden wir zwischen Happiness und Fulfillment. Und Happiness ist das kurzzeitige, hedonistische Glück. Die meisten von uns werden es kennen. Wenn er es kennt, macht man einen Daumen nach oben. Man kauft sich eine neue Hose oder neue Schuhe. Was passiert? Man ist happy. Wie lange? Ein Tag, eine Woche, ein Monat und dann. Man kauft sich ein neues Haus oder ein neues Auto. Wieder ein paar Tage, Wochen oder einen Monat und es geht wieder bergab. Man, wenn es nicht ideal läuft, hat eine neue Beziehung, ist glücklich. Ne? Ihr wisst Bescheid. So, das heißt, genau diese Erkenntnis des Glücklichseins und des Strebens nach Glücks ist seit Jahrtausenden bekannt. Arthur Schopenhauer hat bereits gesagt, dass das wahre Glück nur in sich zu finden ist, denn alle äußeren Quellen des Glücks der Natur nach höchst ungewiss sind. Denn was haben wir wirklich, wenn wir glücklich sind, nur weil wir einen Partner haben und wir identifizieren uns über unseren Partner, dann glauben wir oftmals, dass wir glücklich sind, weil wir unseren Partner lieben. Aber de facto sind wir in einer Art Abhängigkeit. Wenn wir nur glücklich sind, weil wir unseren Partner haben, dann sind wir de facto abhängig von unserem Partner. Das ist nicht die ideale Ausgangssituation für Liebe. Denn Liebe ist, wie Katharine Hepburn schon sagt, nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Und wenn ich jetzt von meinem Partner die ganze Zeit irgendwas erwarte, um glücklich zu sein, oder nur glücklich bin, weil ich meinen Partner habe, dann ist das schwierig, denn dann bin ich in einer Abhängigkeit. Das dazu. Aber mir ist aufgefallen, ich habe die letzten 10 Jahre überall gesucht, wo man auch nur suchen kann. Ich habe geguckt in der Philosophie, ich habe geguckt in der Spiritualität, in der Hermetik, ich habe bei den Freimaurern gesucht, ich habe bei verschiedenen monotheistischen Religionen gesucht. Ich war mehrmals im Kabbalah Center, habe mich mit Kabbalah beschäftigt, hatte ewige spirituelle Begleitung von dem guten Baruch, einem deutschen Rabbiner, der in Wuppertal lebt. Und all diese Sachen überall habe ich gesucht, weil ich dachte, okay, irgendwie muss man dieses Glück doch finden. Irgendwie muss man diese Erfüllung doch finden, nach der wir alle streben. Und nachdem ich dann gesucht habe, bei Scientology nicht, Kahn. Und als ich dann gesucht habe und in etlichen Richtungen geschaut habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, alle großen Lehrer weltweit, egal ob Jesus, Krishnamurti, Buddha, Ramana Maharshi, Osho, Eckhart Tolle, wie sie alle heißen mögen, Leute, sie benutzen unterschiedliche Worte. Aber in der Essenz sagen alle dasselbe. Es unterscheidet sich nicht großartig. Wir Menschen sind alle aus Haut und Blut. Macht das Sinn? Haut und Blut, sagt man doch so, oder? Ich glaube. Und wir sind überall ähnlich biologisch gesehen. Wir haben alle dasselbe Verlangen, wir haben alle denselben Wunsch, den Wunsch danach, glücklich zu sein. Und zwar nicht kurzzeitig glücklich, wie wir es übers Außen generieren können, mit einem neuen Auto, einer tolleren Gehaltsstufe, mehr Macht, mehr Wissen oder sonst was, sondern wir wollen langfristig glücklich sein. Keiner von uns will wahrhaftig nur den Ruhm nach einem tollen Vortrag haben für 15 Minuten. Keiner von uns will wahrhaftig eine tolle Freundschaft haben, nur für eine Stunde oder von seinen Freunden oder Bekannten nur für kurze Zeit gemocht werden. Keiner von uns will nur tolle, intensive 4 Monate von einer 25-jährigen Ehe. Das will keiner wahrhaftig. Was wir wollen, ist langfristiges, dauerhaftes, unabhängiges Glück. Und unabhängiges Glück
können wir final nur aus uns selbst heraus generieren. Das heißt, eine der größten Herausforderungen der Menschheit im 21. Jahrhundert ist, dass wir alle denselben Wunsch haben. Wir wollen glücklich sein, suchen dieses Glück aber im Außen, obwohl alle große Weisheitslehren, alle großen Lehrer seit jeher wussten, dass wir es nur in uns finden können. Und an dieser Stelle bekommen wir ein Problem. Denn, und Leute, ich spreche da aus eigener Erfahrung, was passiert, wenn wir uns das Glück im Außen erhoffen, was wir aber nur in uns finden können? Es passiert Folgendes. Wir geben Gas in unserem Beruf, vielleicht im Multilevel-Marketing, vielleicht in irgendeinem Angestelltenberuf. Wir wollen uns irgendwie hocharbeiten, weil wir uns dadurch mehr Geld erhoffen. Ja, warum? Wir erhoffen uns, was ist immer das Ziel hinter dem Ziel? Von mehr Geld, ja, unterm Strich, damit wir vielleicht freier sind. Warum? Damit wir glücklicher sein können. Warum mehr Geld? Damit wir vielleicht mehr Urlaube kaufen können. Warum? Damit wir glücklicher sind. Warum mehr Geld? Damit wir vielleicht ein neues Auto haben. Warum? Damit wir glücklicher sind. Warum mehr Beziehung? Ne? Egal was. In der letzten Essenz, das Ziel hinter dem Ziel, ist doch final immer, wir wollen glücklicher sein. Es gibt kein anderes Ziel, das ist das, was uns antreibt. Entweder wir wollen mehr Freude gewinnen oder wir wollen Schmerz vermeiden. Aber selbst wenn wir Schmerz vermeiden, wollen wir das natürlich, damit wir in letzter Instanz glücklicher sind. Das heißt, egal was wir tun, das Ziel hinter dem Ziel in der letzten Essenz ist meist, wir wollen glücklich sein. Das Problem ist jetzt Folgendes. Leute, wenn wir das Glück im Außen suchen und wir geben Gas beruflich, dann bekommen wir beruflich gesehen Bestätigung, wir bekommen Aufmerksamkeit, wir bekommen Geld natürlich. Und fühlt sich das gut an? Ja, natürlich fühlt sich das gut an. Es fühlt sich super an. Es fühlt sich super an, Lob zu bekommen. Es fühlt sich super an, Bestätigung zu bekommen. Und ab manchen Positionen hat man natürlich auch eine gewisse gegebene Autorität. Und wenn ihr von eurer Persönlichkeitsstruktur da reinpasst, dann fühlt sich gegebenenfalls die damit einhergehende Macht, die man dann hat, auch gut an. Ja, und dann läuft man Gefahr, sein Leben lang 200 PS auf die Straße zu bringen und alles zu geben, weil man sich das wahre Glück erhofft und erst nach sehr langer Zeit oder im schlimmsten Fall erst kurz vor dem Tod sieht man, dass man alles gegeben hat, seine Persönlichkeit bis ins feinste Detail entwickelt hat, aber man hat vergessen abzubiegen oder ist in eine falsche Richtung gefahren. Das heißt, eventuell läufst du Gefahr, 200 PS auf die Straße zu bringen, aber du fährst in eine falsche Richtung. Ich kenne Leute, und ich habe in den letzten Jahren Leute kennengelernt, die haben ihren... Und man kann da ja noch niemals was für, denn das erzählt einem ja keiner. Man lernt das nicht in der Schule, man lernt es in den seltensten Fällen von den Eltern und im seltensten Fällen auch im Freundeskreis. Es lehrt einem keiner. Woher soll man es wissen? Man hat die Motivation, ein guter Mensch zu sein gegebenenfalls, strengt sich an in seinem Job, strengt sich an in seinem Beruf, eventuell strengt man sich an in seinem Studium oder in seiner Ausbildung. Man gibt alles, weil man sich davon erhofft, dann glücklich zu werden und ein vernünftiger, anständiger Mensch zu sein. Aber eventuell findet man nie das, was man eigentlich gesucht hat, denn das können wir final nur in uns finden. Solange wir das langfristige, unabhängige Glück, was wir uns hier erhoffen, da im Außen suchen, werden wir faktisch niemals ankommen. Es kann nicht funktionieren. Und es ist ein unglaublicher Schritt zu erkennen, dass es keinen Zusammenhang gibt. Es gibt keine Kausalität zwischen dem äußeren Glück und der inneren Zufriedenheit. Lasst uns einen Moment drüber nachdenken. Also es gibt Menschen, die sind depressiv in einer Villa am Genfer See. Und es gibt Menschen, die sind glücklich und strahlen das auch aus, wohnen aber in einer kleinen Wohnung. Das heißt, offenbar herrscht da keine Kausalität. Es herrscht kein direkter Zusammenhang zwischen dem Glück, was wir nur in uns finden können und auch nur aus uns heraus generieren können, und den Dingen im Außen. Wie oft lesen wir in Zeitungen oder hören im Fernsehen, dass prominente Rockstars oder reiche Menschen Suizid begehen oder Depressionen haben? Warum? Wenn uns wirklich das glücklich macht, was wir alle im Außen anstreben, mehr Geld, mehr Macht, mehr Prestige, mehr Wissen, mehr Frauen, mehr Sex, mehr Männer, wenn es doch wirklich das ist, wenn es wirklich das sein sollte, dann müsste es doch eine direkte Kausalität geben, es müsste doch eine direkte Verbindung geben, und ich könnte, wenn ich im Außen unterwegs bin, wenn ich draußen in der Stadt bin, anhand der Kontostände, anhand der Autos oder anhand der Häuser, die jemand hat, oder anhand der Frauen, anhand der Männer oder anhand des Sexlebens, automatisch einen Rückschluss daraus ziehen, ah, okay, der hat so viele Autos, ah, dann scheint er einer der glücklicheren Menschen zu sein. Oder
Oh, der ist in einer hohen Position in einem großen Unternehmen. Der muss extrem glücklich sein. Aber so funktioniert das Leben nicht. Es gibt keinen Zusammenhang. Im Gegenteil, manchmal ist es so, dass Menschen, je mehr sie dem Außen verhaftet sind, sprich je mehr Reichtum sie anhäufen oder je höher ihre Position im Unternehmen ist, dass es ihnen umso beschissener geht. Warum? Denn es ist, ich will hier nicht irgendwas aus meinem Gedankengut erzählen, ne? Ich bin einfach Patrick, ich sitze hier und hatte zum Glück das Privileg, 10 Jahre im Prinzip in eine Richtung forschen zu können und das Wissen, die Essenzen hier weitergeben zu können. Aber eine Sache sollte uns klar sein. Wir können faktisch nicht dieses Glück im Außen finden. Und es gibt Studien darüber, viele werden es schon mal gehört haben, dass sehr viele Führungspositionen oder Managerpositionen, Menschen ganz oben oftmals Psychopathen sind. Und ich habe mich lange gefragt, die wirken aber ganz normal. Und warum sollten das alles Psychopathen sein? Nun, die Antwort ist recht einfach und es tut mir leid, das hier zu sagen. Übrigens, das Wort Desillusion, so heißt dieser Livestream hier, ist nicht angenehm. Wenn ich hier in diesem Livestream Sachen sagen sollte, mit dem sich jemand, der gerade hier zuhört, enorm identifiziert, dann kann das ziemlich krass für denjenigen ankommen. Das heißt, du erkennst an der Skala, wie wütend oder zornig du jetzt gerade auf mich bist, die Korrektheit der Aussagen. So, nur um mich zu schützen vorab, damit du kennst, die Verantwortung liegt bei dir. Nicht ich mach dich wütend, wir sind es selbst. Also, warum ist das so? Denn warum sind so viele Psychopathen ganz oben? Denn welcher gesunde Mensch, der mit sich in Harmonie ist, der in einer Balance ist, der ausgeglichen ist, sollte 70 Stunden die Woche für irgendein Unternehmen ackern und sich hocharbeiten und sonst was und Freunde, Familie, Frau, Kinder, Tiere, alles hinten anstellen, im Ellbogenstil sich hocharbeiten und alles hinter sich lassen, nur für die Position mit dem Gehalt und der Macht. Welcher gesunde Mensch sollte das machen? Warum? Wofür? So. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wir können nichts mitnehmen, Leute. Wir können nichts mitnehmen. Wir kommen auf die Welt nackt und wir werden sterben nackt. Es gibt nichts, was wir mitnehmen können. Wofür sollte ein gesunder Mensch das tun, der ausgeglichen ist, der Harmonie in sich hat? Warum? Es ergibt einfach faktisch keinen Sinn. Und das ist der Grund, warum so viele Psychopathen irgendwo auf Führungsebenen sind. Übrigens, man muss ein bisschen aufpassen, was Psychopathen betrifft. Erstens kann ich mir da kein Urteil erlauben, denn ich bin kein Psychologe. So, aber zweitens, Psychopathen sind nicht unbedingt leicht zu erkennen, denn Psychopathen sind oftmals klug. Und wer klug ist, hat oftmals gelernt, seine Maske nach außen hin zu wahren, seine Persönlichkeit zu optimieren. Das heißt, viele, die hier zuschauen, wissen, dass ich seit Jahren auch über Persönlichkeitsentwicklung spreche. Ich habe dahingehend damit aufgehört, weil die Persönlichkeit wird auch, kommt vom Wort persona aus dem Lateinischen in Form von Maske. Persona war die Schauspielermaske, die früher im alten Griechenland auf den Bühnen die Theaterschauspieler hatten. Und die Stimme, die dahin durchtönte, das ist Persona genannt. Das heißt, nicht dein wahres Selbst, sondern die Maske, die du nach außen hin trägst. Und gerade Leute in Führungspositionen haben oftmals über Jahre hinweg gelernt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Sie traurigerweise oftmals auch verlernt, das nicht nur aus beruflicher Professionalität heraus zu machen, sondern sie haben faktisch den Zugang zu ihren eigenen Gefühlen verloren. Sprich, sie tragen eine Maske und sind da beruflich unterwegs und nach außen hin, vom ersten Eindruck her, möchte man meinen, boah, das ist doch irgendwie ein perfekter Mensch, kann sich super artikulieren, sieht vielleicht gut aus, weiß, wie er auftreten muss, hat Selbstbewusstsein, hält Augenkontakt. Nein, Leute, glaubt das gar nicht erst. Ganz viele davon sind weit davon entfernt, glücklich oder erfüllt zu sein. Das nur zur Kenntnis. Und ich habe eine Menge davon kennengelernt. Ich habe eine Menge auch in der Industrie gearbeitet die letzten Jahre bei Weltkonzernen, dann eine Menge Leute kennengelernt. Das, was man sieht, das ist wie im realen Leben, ne? Die kompletten Informationen, die stecken bereits im Samen. Das, was man letztlich sieht, ist die Frucht. Wenn man die Frucht ändert, beziehungsweise
Die Frucht ist null aussagekräftig, denn wenn man die Frucht nicht mehr haben will und sie abschneidet oder abreißt, es ändert nichts. Es wird immer dieselbe Frucht nachwachsen und man kommt da auch so leicht nicht mehr raus. Aber wie schafft man es jetzt, das wahre Glück in sich drin zu finden? Das ist ja die große Frage, denn wie ich bereits gesagt hatte, ihr Lieben, alle großen Lehrer und Lehren seit immer, seit jeher, Jesus, Krishna, Osho, Buddha, die Kabbala, das Judentum, das übrigens auch das Christentum. In Lukas 17 steht, dass es geht ja nicht um Gott, aber das Königreich Gottes ist inwendig in euch. Ja, die meisten Christen suchen Gott aber im Außen. Viele Juden und viele Moslems auch. Und ich weiß, dass ich mir keine Freunde damit mache, hier darüber zu sprechen. Aber das ist doch der Punkt. Ich persönlich vertrete die Meinung und ich habe keinen Anspruch auf Korrektheit oder sonst was. Aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass wenn es etwas Höheres gibt oder auch wenn nicht, dass wir hier auf der Welt sind, um erfüllt zu sein, um glücklich zu sein, um dauerhaft glücklich zu sein und nicht, weil wir irgendwas im Außen gerade haben, weil wir ein neues Auto haben, weil wir einen neuen Partner haben, weil wir Sex hatten oder weil wir eine neue Uhr haben, sondern aus uns selbst heraus. Und letztlich ist das auch das Glück, was nachhaltig ist. Eins der wundervollsten Beispiele, um das greifbar zu machen, um da ein Bild für zu bekommen, was der Unterschied ist zwischen Happiness und Fulfillment, ist das Bild einer Glühbirne. Stellt euch einmal eine Glühbirne vor, die dauerhaft brennt. Das ist das, was wir uns vorstellen können unter langfristigen, unabhängigen, dauerhaften Glück. Ne? Die niemals aufhörende, durchgehend brennende Glühbirne. Wenn wir krasses Glück im Außen haben, egal wie generiert, ne? Wenn wir uns ein neues Auto kaufen, ein neues Haus kaufen, Sex haben, Drogen nehmen oder was weiß ich was, Alkohol trinken, dann ist das kurzzeitiges hedonistisches Glück. Es ist Happiness. Das heißt, wenn hier der Zustand der inneren Zufriedenheit ist, Fulfillment, denn die Glühbirne, dann ist das, was wir im Prinzip erreichen, wenn wir das Glück aus dem Außen generieren, der Kurzschluss. Was passiert bei einem Kurzschluss? Bei einem Kurzschluss wird es einmal ganz hell und direkt danach wieder dunkel. Wird es wieder hell und dann wieder dunkel. Aber selbstverständlich ist und bleibt unser Leben willkürlich, wenn wir angewiesen sind für unser eigenes Glück auf das Glück von außen. Selbstverständlich. Wir können eine Menge kontrollieren, wir können aber nicht alles kontrollieren. Menschen zum Beispiel kommen in unser Leben und treten wieder aus. Menschen werden geboren und Menschen sterben. Es gibt Sachen, die wir faktisch nicht kontrollieren können, auch wenn wir sie gerne kontrollieren würden. Und wenn wir von diesen Sachen unser Glück abhängig machen, dann muss unser Glück zwangsläufig willkürlich sein. Geht nicht anders. Wie soll es anders funktionieren? Wenn das einer schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass einem das Leben willkürlich vorkommt, dass es Höhen und Tiefen gibt, permanentes Auf und Ab, schreibt einmal kurz in die Kommentare, lasst einmal einen Daumen nach oben da, dann weiß ich kurz Bescheid als Feedback. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die meisten, gerade hier aus meiner Freundesliste natürlich, bereits Erfahrungen damit gemacht haben, aber höchstwahrscheinlich auch alle anderen. Und das ist ja das Schöne an dem Thema, unter anderem Spiritualität, denn es ist nun mal so, wie es ist, ob man daran glauben möchte oder nicht. Ne? Es ist, jeder wird sich irgendwie mit diesen Worten, die ich gerade spreche, höchstwahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise identifizieren können. Aber vielleicht hast du noch nie was von mir gehört, vielleicht hast du noch nie was von Spiritualität gehört. Das ist gut möglich. Nur, wie kommt das denn letztlich zustande? Irgendeiner eskaliert da unten bei den Smileys. Ich kann nicht sehen, wer, aber mach ruhig weiter. So, die Frage ist jetzt, wie finden wir das Glück in uns? So, und da möchte ich an dieser Stelle nochmal einen kurzen Loop aufmachen. Und zwar, wenn wir es gibt zwei Welten. Fangen wir damit an. Es gibt zwei Welten. Und wenn du jetzt das erste Mal hier bist, erschreck dich nicht. Es wird jetzt nicht total spooky hier und zwei Planeten und sowas, darum geht es nicht. Es ist was sehr Greifbares, aber ich möchte euch wirklich von null mit an die Hand nehmen und da wirklich nochmal drauf eingehen, was hat das zu sagen? So, womit hängt das zusammen? Es gibt zwei Welten. Die eine Welt ist der Makrokosmos. Der Makrokosmos ist die äußere Welt. Die äußere Welt, ne, der blaue Planet, die eventuell, man könnte sagen, objektive Realität als Laie. Es ist die äußere Welt. All das,
was du über deine fünf Sinne sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen wahrnehmen kannst, ist die äußere Welt. All das, was du wahrnimmst, nimmst du in der inneren Welt wahr, sprich in deinem Kopf. Das ist deine subjektive Realität. Oder, wie man sagt in der Spiritualität, es ist der Mikrokosmos. Das heißt an dieser Stelle, unglaublich wichtig zu verstehen, es gibt zwei Welten. Es gibt einmal die äußere Welt und es gibt einmal die innere Welt. Ne, die äußere Welt, blauer Planet, das, wo es schneit und so weiter. Innere Welt, komplett platt gesprochen, das, was in unserem Kopf passiert. Ne? So, jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, dass es offenbar keine Kausalität gibt zwischen den Dingen, die im Außen passieren und den Dingen, die hier passieren. Es gibt Menschen, die depressiv in einer Villa am Genfer See sind, wo jeder von außen meinte, der müsste doch glücklich sein, der scheint doch alles zu haben. Und es gibt Menschen, die scheinbar gar nichts haben, wo jeder vielleicht denkt, der müsste doch depressiv sein, aber die glücklich sind und den ganzen Tag strahlen. Jetzt fragt man sich, wie kommt das zustande? Wenn du nicht mehr willst, dass dein Leben willkürlich ist, sprich, dass dein Leben besteht aus Höhen und Tiefen, und an dieser Stelle kurz, ich möchte da nochmal ansetzen. Die meisten von uns werden es kennen, ne? Das Leben, Höhen und Tiefen. Wenn wir von Höhen und Tiefen sprechen, dann meinen wir innere Erlebnisse. Ne? Irgendwas passiert und es ist super, wir gewinnen im Lotto, ole ole, alles cool. Oder ein geliebter Mensch stirbt und dann alles furchtbar. Ne? Das ist normal, natürlich ist das normal, das ist das Leben. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, der uns auch raus aus der Matrix bringt. Denn in der Regel, und das ist jetzt ziemlich krass zu formulieren, in der Regel erleben die allerwenigsten Menschen leider den Makrokosmos oder die äußere Welt so, wie sie ist. Denn was wir in aller Regel machen, ist, wir sehen die Welt so, wie wir selbst sind. Das steht auch im Talmud beispielsweise. Aber was steckt dahinter? Womit hängt das zusammen? Und was macht das überhaupt für einen Sinn? Bei mir hier soll es um praktische Spiritualität gehen. Das heißt, ich möchte dieses ganze schwammige, komplexe Wissen, was ich selbst jahrelang nicht verstanden habe, irgendwie greifbar machen. Was hat das jetzt zur Folge? Was heißt das konkret? Wenn wir den Fokus zu sehr auf die äußere Welt legen, auf die Dinge, die passieren, denn muss zwangsläufig unser Leben willkürlich sein. Es muss zwangsläufig einen Auf und Ab geben. Und wenn du dir jetzt denken willst, Patrick, ist doch vollkommen normal, dass es ein Auf und Ab im Leben gibt. Das ist doch das Leben, das gehört doch dazu. Gibt es schöne Sachen und schlechte Sachen? Jein. Erstens, es gibt so ein Zitat, ich benutze es nicht gerne, aber ich mache es an dieser Stelle. Wenn 50 Millionen Menschen etwas Dummes denken, bleibt es trotzdem eine Dummheit. Nur weil die Leute glauben viel eher einer Lüge, die sie schon tausendmal gehört haben, als einer Wahrheit, die sie zum ersten Mal hören. Und ich kann vollkommen nachvollziehen, dass wenn du eingespannt bist, beruflich, vor deinem PC sitzt, vor deinem Smartphone, eventuell gerade Feierabend gemacht hast und dir denn so einen Scheiß anguckst, während du kaputt bist, dass du dir denken willst, Alter, was labert der mich voll? Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Wichtig ist, dass du dich, wenn du es möchtest, öffnest für diese Themen, denn ein volles Gefäß kann man nicht mehr füllen. Das funktioniert nicht. Je mehr du an deinen bestehenden Glaubenssätzen, aktuellen Glaubenssätzen festhältst, umso weniger offen wirst du sein für neuen Input und umso weniger neuer Input kann bei dir auch faktisch ankommen und kann auch faktisch etwas in deinem Leben verändern. Das heißt, ganz wichtig ist, den Mut zu haben, sich selbst zu hinterfragen. Man sagt ja, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Denn je mehr man liest, desto mehr erkennt man, das hat ja einen Grund, warum der das sagt und warum, ne? Je mehr Zusammenhänge sieht man und umso mehr erkennt man, dass man selbst eigentlich gar nichts weiß. Also, wenn du jetzt denkst, das ist doch vollkommen normal, das Leben ist ein Auf und Ab, es gibt gute, es gibt schlechte Sachen, jein. Denn im Zen-Buddhismus wird es traumhaft einfach erklärt. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn ich jetzt hier klatsche, das, was ich gerade getan habe, das ist das, was jeder hier in dem Livestream gesehen hat. Das ist die Realität. Ich habe gerade geklatscht. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Während du mich ansiehst,
werden irgendwelche Gedanken in deinem Kopf sein. Die Stimme fängt an zu reden. Warum hat er jetzt geklatscht? Was will er uns damit sagen? Was soll das überhaupt? Und warum sitzt er vor seinem Rechner und klatscht in die Hände, während er bei Facebook Live ist? Ne? Diese ganzen Gedanken in deinem Mikrokosmos, in deinem Kopf, in deiner inneren Welt, ist Fiktion. Es ist eine Illusion. Es ist Kopfkino. Diese Gedanken, diese Fragen gibt es nur hier bei dir. In deinem virtuellen Konstrukt innerhalb deines Gehirns. Es existiert nicht real. Das, was gerade real war, war das ganze Hirn drumrum, das gibt es nur bei dir hier. Und das ist ein bisschen das Problem, wie Realität funktioniert. Ich möchte ein praktisches Beispiel nennen. Stell dir vor, du bist ein junger Mann, da ist ein junger Mann, irgendwie 19 Jahre alt, hat die erste richtige Freundin und die Freundin geht ihm fremd. Und er versteht die Welt nicht mehr, ist todtraurig und lässt komplett ab von der Liebe, glaubt auch nicht mehr an die Liebe. Er denkt sich, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Dann hat er vielleicht sowas wie eine Meinung, oh, bei Beziehungen muss ich aufpassen. Jetzt hat er eine nächste Freundin, sie geht ihm wieder fremd. Dann wird sich seine Meinung, die er hat, manifestieren. Wenn ihm die dritte Freundin fremd geht, dann hat er genügend Perspektiven, genügend Erfahrungen für sich persönlich gesammelt. Jetzt wird diese Meinung zu einer Tatsache. Für ihn selbst. Nicht in der objektiven Realität, nicht im Makrokosmos, für ihn selbst. Und jetzt wird es kritisch. Denn je mehr Tatsachen, womögliche Tatsachen, wir zu wissen meinen, umso mehr sehen wir nicht mehr die Realität, wie sie ist. Sondern wir sehen die Welt durch die Brille unseres inneren virtuellen Konstrukts. Und dann passieren die Sachen, dass wir voreingenommen sind. Dann passieren Sachen wie, dass man nicht mehr beziehungsfähig ist, weil man glaubt, alle Frauen sind oder alle Frauen gehen fremd. Und wenn es erst diese Meinung sich so manifestiert hat, dass es für einen selbst eine Tatsache ist, dann passiert im Umkehrschluss die selektive Wahrnehmung. Was heißt selektive Wahrnehmung? Selektive Wahrnehmung ist relativ einfach erklärt. Das heißt, unser Unterbewusstsein nimmt mehrere 10.000 Eindrücke wahr pro Sekunde über unsere 5 Sinneskanäle: sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen. Ich erzähle viel zu viel hier, Leute. Ich erzähle viel zu viel, aber okay. Über unsere 5 Sinneskanäle. Unser Bewusstsein ist nur ein unglaublich kleiner Bruchteil davon, was unser Unterbewusstsein pro Sekunde wahrnimmt. Das heißt, zwischen dem riesigen Unterbewusstsein, was mehrere 10.000 Eindrücke pro Sekunde wahrnimmt, und unserem sehr kleinen Bewusstsein, was man, wie man sagt, so zwischen 5 und 9 Eindrücke pro Sekunde wahrnimmt, muss es also irgendeine Art Filter geben. Es gibt irgendeine Art Filtersystem. Manche nennen es, die Amis nennen es Reticular Activation System, wir Deutschen aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem. Manche Psychologen schreiben dem Thalamus diese Filterfunktion zu. Mir ist es ganz egal, wie wir es nennen. Wir können es auch HackMed nennen. Fakt ist, zwischen dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein gibt es einen Filter. Und dieser Filter sorgt dafür, dass wir die Sachen in der äußeren Welt, die wir erleben, ausselektieren auf Grundlage dessen, was für uns am wichtigsten ist und aufgrund unserer Glaubenssätze. Das heißt, derjenige Mann, der davon überzeugt ist, dass alle Frauen fremdgehen, wird in der äußeren Welt auch höchstwahrscheinlich lediglich die Frauen nur noch wahrnehmen. Als Folge dessen bestätigt das natürlich umso mehr seinen Glaubenssatz. Und dann gerät man in eine Endlosschleife und so verhärten sich die Meinungen. Und man kommt da gegebenenfalls nicht mehr von los. Natürlich nicht, weil all das, was man im Außen sieht, scheint Bestätigung zu sein für das, was man eigentlich glaubt. Und dann hat man diese 60-jährigen Männer, die irgendwo in der Kneipe sitzen, jeden Montag bis Freitag, und aus vollster Überzeugung darüber reden, wie die Politik nun mal ist und warum die Situation scheiße ist. Denn sie haben es schon tausendmal erlebt, tausendmal erfahren. Ihr ganzes Leben scheint dahingehend eine Bestätigung zu sein, warum das Leben ist, wie es ist. Jean-Pierre, Vera Birkenbiel, unglaubliche Frau gewesen, muss man ja leider sagen, seit 2012 nicht mehr unter uns. Ja, und das ist der Punkt. Das heißt, je festgefahrener wir sind und glauben, was wir wissen oder davon überzeugt sind zu wissen, was wir meinen zu glauben, umso weniger sehen wir die Welt, wie sie ist. Umso weniger sehen wir
die Welt unverblümt und können sie als das erkennen, was sie eigentlich ist. Denn faktisch ist jede Frau einzigartig, jeder Mensch natürlich, also es sind ja wahrscheinlich auch ein paar Männer hier, ne? Und nur weil wir Erfahrungen gemacht haben mit 2, 3 oder auch 5 Frauen, heißt das nicht, dass wir die anderen 3,5 Milliarden Frauen kennen. Wir machen es uns dann einfach, packen alle in einen Sack, ne? Aber das hat natürlich nichts zu tun mit der Realität. Das sind vorgefasste Meinungen. Das heißt, wir können die Welt nicht so sehen, wie sie ist, weil wir sie durch unsere Brille sehen, durch unsere Brille der subjektiven Realität. Und das verfälscht. Darum wird man betriebsblind zum Beispiel. Wie schaffst du es jetzt, nach innen zu blicken? Die Herausforderung ist relativ klar. Eventuell kennst du das, wenn du in der Nähe vom Bahnhof wohnst, sage ich mal. Und tagtäglich fahren bei dir Züge vor der Tür her. Und irgendwann hast du vielleicht Besuch und es fährt wieder ein Zug lang und irgendwer sagt, was ist das? Weil er irgendwas hört, schon aus großer Entfernung. Und du sagst, was? Und brauchst einen Moment zu schalten, dass es der Zug ist, der die Geräusche macht. Warum? Weil du das Geräusch zwar noch hörst, akustisch, es geht in deine Ohren, aber du nimmst es vielleicht gar nicht mehr wahr, weil es permanent da ist. Ne? Es ist da, du nimmst es aber nicht mehr wahr. Übrigens, selektive Wahrnehmung, wir hatten eben drüber gesprochen, eins der treffendsten Beispiele ist, ab jetzt merkst du, dass du blinzelst. Und wenn du jetzt gleich blinzeln wirst, wirst du höchstwahrscheinlich merken, dass du blinzelst, obwohl du es den ganzen Tag schon getan hast. Das heißt, etwas, was den ganzen Tag vor deinen Augen ist, musst du nicht zwangsläufig wahrnehmen. Wenn ich jetzt durch meine Worte den Fokus auf eine Sache lege, in dem Fall, ab jetzt merkst du, dass du blinzelst, dann lenke ich auch deine Aufmerksamkeit, ich lenke deinen Fokus und du wirst merken, oh, ich habe geblinzelt. Du hast das aber den ganzen Tag schon getan oder eventuell kennst du das. Wenn du dir ein gelbes Auto kaufen willst, siehst du überall nur noch gelbe Autos. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind nicht mehr Autos auf deutschen Straßen angemeldet, weil du dir überlegt hast, dir ein gelbes Auto kaufen zu wollen. Ne? Das ist halt leider die Realität. Aber wir sehen überall den BMW, die gelben Autos, das Blinzeln. Wir sehen das alles. Es ist greifbar. Es ist für uns Realität. Und was für uns subjektiv Realität ist, das ist die einzige Realität, die wir wahrnehmen können. Den Rest können wir nicht wahrnehmen. Das geht an uns vorbei. So, jetzt geht es allerdings darum, ich hatte eben angesprochen, diese selektive Wahrnehmung, uns aus genau diesen Bewertungen, die wir haben, aufgrund von der Vergangenheit, die es ja nie gab, weil als die Vergangenheit da war, war sie als jetzt da. Und wenn die Zukunft kommt, kommt sie als jetzt. Das heißt, das Leben ist keine Kombination aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern eine Folge von aneinandergereihter jetziger Momente. Es gibt nur das Jetzt. Es gibt keine Vergangenheit und es gibt keine Zukunft. Ich weiß, dass wir Menschen dazu neigen, uns oft aufzuhängen an der illusionären Vergangenheit und uns selber wie auf einer Art Hypnose immer wieder einreden, wie schlimm wir es haben und auch warum. Wegen unseren Eltern, wegen unserer harten Erziehung, wegen der Freundin, die uns damals verlassen hat, wegen dem Chef oder was auch immer. Aber diese Vergangenheit gibt es nicht. Die gibt es nur hier in deinem virtuellen Konstrukt innerhalb deines Gehirns. Und auch nur dann, wenn du sie erleben lässt. Das heißt, wenn du physisch im Hier und Jetzt bist, wie jetzt gerade, wo du auf dein Smartphone guckst oder auf deinen Rechner guckst, aber mental in der Vergangenheit oder in der Zukunft, je nachdem. Das heißt, ein Haufen der Negativität, die wir empfinden, ist nicht die Folge der Sachen, die wir erleben, sondern die Folge davon, wie wir diese Sachen bewerten und persönlich erleben. Das ist das, was Marie von Ebner-Eschenbach so schön meinte mit, nicht das, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unsere Realität aus. In manchen Kulturen in Afrika wird gefeiert, wenn jemand stirbt. Warum? Weil die Menschen seit klein her gelernt haben, dass wenn jemand stirbt, geht's dem besser, er ist frei, er ist erlöst und ihm geht's super. Ja, und wenn man das von klein auf lernt, natürlich feiert man dann, wenn das passiert. Wenn wir hier im Westen was anderes lernen, dann verhalten wir uns anders. Aber beides ist Illusion. Denn wir wissen nicht, ob es dem
so leid es mir jetzt tut, ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe, aber wir wissen nicht, ob es den Menschen besser oder schlechter geht. Wir wissen gar nichts. Wir wissen noch niemals, was nach dem Tod faktisch ist. Es gibt eine Menge interessanter Ideen. Es gibt Reinkarnation. Es gibt, es passiert nichts. Es gibt Himmel und Hölle und so weiter. Aber who knows? Wir wissen das nicht. Wir können es faktisch nicht sagen. Was wir mit einer hohen Gewissheit sagen können, ist, Menschen werden geboren und Menschen sterben. Menschen treten in unser Leben und Menschen gehen raus. Und genau so ist das natürlich auch mit unserem virtuellen Konstrukt. Das heißt, wenn jemand stirbt, ich lasse das Sterbenbeispiel weg, weil es vielleicht ein Tacken zu krass ist jetzt. Nehmen wir Trennung. Ne? Menschen treten in unser Leben ein und Menschen gehen aus unserem Leben raus. Die Scheidungsrate ist bei über 50%. Es passiert manchmal, ohne dass es geplant ist. Keiner von uns wird eine Ehe anfangen, wohl wissend, dass es nur für 10 Jahre ist. Wir gehen ja mit einer guten Intention daran. Nichtsdestotrotz passiert es immer wieder, dass Menschen zusammenkommen und sich trennen. Was passiert jetzt in der Realität? In der Realität hat man eine langjährige Beziehung und die geht auseinander. So. Was, wie vorhin mit dem, wenn du den Livestream, wenn du jetzt erst einschaltest, spul nochmal zurück, eventuell lasse ich ihn online, an die Stelle, wo ich diesen hier gemacht habe. Denn das ist das, was dann die Realität ist. Sprich, ein Mensch ist in unser Leben getreten und ein Mensch geht wieder raus. That's it. Ne? Menschen kommen und Menschen gehen. Was jetzt allerdings passiert ist, dass wir die Welt nicht so sehen, wie sie ist. Sprich, okay, ein Mensch ist in unser Leben getreten und ein Mensch tritt wieder raus. Sondern was als logische Folge dessen passiert, ist, dass wir das bewerten in unserer Kognition. Heißt, kognitiv stellen wir uns Fragen wie, wie konnte sie uns nur verlassen? Warum hat sie mir das angetan? Sie hat nicht erkannt, dass ich der Beste für sie gewesen wäre. Oder vielleicht auch bedauert. Ich habe jetzt keinen mehr, an dem ich mich festhalten kann. Ich habe keinen mehr, mit dem ich zusammen einschlafen kann. Ich habe keinen mehr, dem ich all meine Fragen stellen kann. Aber all diese Gedanken sind Illusionen. Sie sind für dich real, aber sie sind Illusionen, denn sie gibt es nur in deinem virtuellen Konstrukt innerhalb deines Gehirns, sonst nirgendwo. In der Realität ist ein Mensch gekommen und ein Mensch gegangen, that's it. So, und wenn wir wahrhaftig lieben würden, Leute, das, was Liebe wirklich heißt in der letzten Essenz, und Catherine Hepburn hat es so schön zusammengefasst mit, Liebe ist nicht das, was wir erwarten zu bekommen, sondern das, was wir bereit sind zu geben. Wenn wir wirklich lieben, was müsste dann passieren? Wenn uns unser Partner verlässt, dann müssten wir vom ganzen Herzen hoffen, dass es ihm nun besser geht mit seiner Entscheidung, weil wir lieben ihn ja. Vergleicht das mit eurem Leben. Ich habe es mit meinem eigenen Leben verglichen und habe in der Vergangenheit festgestellt, dass es nicht ganz die Gedanken waren, die ich in meinem Kopf hatte. Ne? Aber das macht doch Sinn. Das müsste doch die logische Folge sein und die logischen Gedanken davon nach einer Trennung, wenn ein Mensch uns verlässt aus freien Stücken, weil wir ihn lieben. Stattdessen verheddern wir uns in unserer Kognition und machen uns Sorgen darüber, wie es nur passieren konnte, warum es passiert ist, warum er nicht wiederkommt, wie wir ihn zurückgewinnen können und so weiter und sind die ganze Zeit in unserem Kopfkino, welches es ausschließlich hier gibt. Und dieses Kopfkino ist das, was final für Leid sorgt, nicht die Situation selbst. Denn Leute, denkt mal zurück und ich mache das immer auf meinen Vorträgen. Ich hatte es auch in einem oder anderen Artikel schon geschrieben. Was passiert denn faktisch? Ich möchte es hier jetzt auch einmal machen. Und ihr müsst jetzt, vielen Dank, Julie, vielen Dank, ihr Lieben. Komm, wir machen das jetzt einmal zusammen. Wer kennt aus seinem eigenen Leben die Situation, dass irgendetwas passiert ist, und er dachte, er wusste nicht mehr weiter. Du dachtest vielleicht, die Welt geht unter. Du wusstest nicht, was du noch tun sollst. Wer hatte das schon mal? Einmal kurz Daumen nach oben, Hand nach oben. Schreib das in die Kommentare, melde dich einmal kurz. Die Situation, dass man einfach nicht mehr weiter weiß, dass man dachte, die Welt ist zu Ende, das Leben geht nicht mehr weiter. Wenn du dich damit identifizieren kannst, lass einmal einen Daumen nach oben da oder schreib es in die Kommentare. Jawohl. Sehr gut, da sehe ich die ersten Reaktionen. So, das heißt, die meisten haben das schon mal irgendwo erlebt. Und jetzt kommt die Folgefrage. Wer von euch hat einige Jahre später nach dieser Situation gedacht, wenn das nicht passiert wäre,
dann wäre vermutlich auch das nicht passiert und das nicht passiert. Und eigentlich war es gut, dass es passiert ist, sonst wäre ich heute nicht der, der ich bin. Wer das kennt, auch einmal bitte einen Daumen nach oben da oder schreib es in die Kommentare, melde dich einmal kurz, gib einmal ein Feedback. Und es kommen wieder Daumen, Leute. Und das ist doch der Punkt. Wir bewerten die Situation vorschnell aus unserer Brille, aus unserer mickrigen Brille, unserer subjektiven Realität und meinen zu wissen, was für uns langfristig auf der Skala des Lebens gut und was schlecht ist. Aber wir haben es gerade gesehen, fast jeder, den ich kenne, hat bereits die Erfahrung gemacht, dass irgendwas in seinem Leben passiert ist, wo er dachte, die Welt geht unter. Und final waren genau das die Dinge, die ihm Kraft gegeben haben, die ihn stark gemacht haben. Das waren die Sachen, die dem Diamanten den nötigen Druck gegeben haben, um ihn zu schleifen und zu dem zu machen, was er heute ist. Das heißt, wir brauchen diese Situation und in der Regel sind sie gut für uns. Man sagt, Ende gut, alles gut. Und wenn es am Ende nicht gut ist, dann war es nicht das Ende. Denn wir können nicht wissen, welche der Sachen, die uns widerfahren, gut für uns sind final und welche nicht. Oftmals sind die Sachen, die wir am meisten verteufeln, am Ende der größte Segen und oftmals auch umgekehrt. Oftmals ist es so, dass wir manchmal denken, Jackpot und jetzt habe ich es geschafft. Und ein paar Monate oder ein paar Wochen später denkt man sich, ah, habe mich vielleicht etwas zu früh gefreut. Das heißt, unsere vorschnellen Bewertungen der Situation, der objektiven Realität, der Welt im Außen, auch das ist nichts anderes als Kopfkino. Es ist Illusion. Es ist in unserem virtuellen Konstrukt innerhalb unseres Gehirns. Es ist Kopfkino. Es ist nicht real, Leute. Das Problem ist nicht, und ich führe ja täglich solche Gespräche, dass wir unseren Verstand nutzen können oder dass wir nicht denken sollen oder sonst was. Darum geht es nicht. Unser Verstand ist wundervoll. Unser Verstand ist ein großartiges Instrument, so lange, wie wir unseren Verstand nutzen. Wie wir unseren Verstand, wenn wir eine Frage haben oder eine Aufgabe lösen müssen, unseren Verstand nutzen können, um eine passende Antwort zu finden für die Fragen, die wir haben. Was aber passiert ist im Laufe der Evolution über die Jahre hinweg, ist Folgendes. Das heißt, irgendwann begann es, dass wir nicht mehr unseren Verstand nutzen, wenn wir ihn brauchen, sondern dass unser Verstand begann, uns zu kontrollieren. Das heißt, irgendwann kam es dazu, dass wir negative Gedanken hatten in unserem virtuellen Konstrukt, die sich natürlich negativ auf unser emotionales Befinden auswirkten, sprich Endorphine, Serotonin, Dopamin, alles geht bergab. Und wir eben nicht mehr sagen konnten, so, weg mit dem Gedanken. Das heißt, irgendwann wurde unser Verstand unser Herr und war nicht mehr unser Diener. Und genau das ist der Punkt, wo ich gerne ansetzen möchte. Genau das möchte ich gerne ändern. Mein großes Ziel ist, Deutschland glücklicher zu machen. Und wie mache ich das? Indem ich das kollektive Bewusstsein versuche anzuheben. Und das mache ich unter anderem über die Livestreams, über YouTube, über Vorträge, über Coachings und so weiter. Mein Ziel ist es, das ganze Schwammige, was man in tausend verschiedenen Büchern hört, irgendwie verständlich zu machen, greifbar zu machen, in eine sinnige Reihenfolge zu bringen. Und wenn du dich jetzt fragst, warum du eventuell das Gefühl hast, dass vieles davon, was ich sage, sinnig klingt, aber du eventuell noch nicht darauf zugreifen kannst, wie du das jetzt für dich in deinem Leben manifestierst, dann hängt das damit zusammen, dass sämtliche Livestreams von mir, auch dieser hier, und ich sehe gerade 48 Minuten sind im Vergleich, ich habe kein Skript. Das heißt, ich habe mir weder überlegt, bis auf die Überschrift, worüber ich im Groben reden will, noch habe ich Stichpunkte gemacht. Ich habe keine Zettel, wo ich irgendwas ablese. Ich gucke in die Kamera und rede mit dir und denke auch nicht nach. Ich sage das, was gerade rauskommt. Das heißt natürlich als Folge dessen, dass ich hier keinen komplett roten Faden habe, auch wenn du dich vielleicht mit dem identifizieren kannst, was ich hier sage. Und genau dafür habe ich eine Lösung gefunden. Ich war in Köln vor 2 Wochen zusammen mit meinem Team und wir haben den ersten Videokurs von mir aufgenommen im Bereich Spiritualität, wo ich genau all diese Themen und Leute, ich weiß, wie komplex das ist, chronologisch aufbaue, bei A anfange. Ich erzähle genau, wie hängt das zusammen mit den zwei Welten? Wo sind die Essenzen von all den Lehren? Ich glaube nicht, dass das Paradies im Christentum, was großartig anderes ist als die Erleuchtung in der Esoterik, als das Nirvana bei den Buddhisten oder die Erfüllung oder
es sind alles Synonyme. Und wenn man tief ins Thema eintaucht, dann erkennt man die Parallelen. Man erkennt, dass alles eins ist. Es gibt nicht so viel Neues auf der Welt, Leute. Die Leute haben immer nach Erfüllung gestrebt. Die Leute haben immer danach gestrebt, glücklich zu sein. Und wenn man so viel geforscht hat, so viel gelesen hat, und übrigens, nein, das Lesen selbst bringt dich nicht zur Erfüllung, denn du fütterst mit dem Lesen von Büchern deinen Verstand. Und in der Kabbalah heißt es, oder ein bekannter Rabbiner hat einmal gesagt, Intellect can take you to the door, but it won't take you into the house. Das heißt, der Intellekt kann dich zur Tür führen, symbolisch gesprochen, aber nicht ins Haus bringen. Denn du kannst dein Intellekt, wenn du Pech hast, wirst du zu dem Psychologen, der jede Frage über die Menschen beantworten kann, aber nicht imstande ist, Freunde zu finden. Sowas gibt's. Oder du hast vielleicht so viel Wissen angehäuft, weil du denkst, durch Wissen glücklicher zu werden, dass das Ende vom Lied ist, dass du keine Freunde mehr findest, weil du rechthaberisch bist, weil du vielleicht arrogant bist, weil sein Ego sich darüber identifiziert, schlauer zu sein als andere. Ne? Dein Ego findet immer Wege, sich über irgendwas zu identifizieren. Manche Leute denken, ich bin reicher als andere, weil sie eine fette Uhr haben oder ein Ferrari fahren oder ein tolles Haus haben. Wieder andere Menschen denken, hey, ich bin muskulöser als andere. In der Regel sehe ich im Fitnessstudio Leute, die ihr Ego trainieren und nicht ihren Körper. Sprich, sie trainieren zum Teil falsch, nicht nachhaltig mit viel zu viel Gewicht. Oder sich über Frauen oder über ihren Partner identifizieren. Alles ist Ego, wenn du daraus dein Glück ziehst und nicht zuträglich für dein eigentliches Glück. Jetzt gibt es auch Leute, übrigens, nur um die Raffinesse des Egos erklären zu können, die sind reich, die haben viel Geld, die haben viel materialistische Sachen angehäuft. Jetzt lesen sie Eckhart Tolle, geben all ihr Hab und Gut ab, spenden unglaubliche Summen an Geld und am Ende haben sie das größte Ego von allen, weil ihr Ego sich darüber identifiziert, spiritueller zu sein als andere oder altruistischer zu sein als andere. Das heißt, weder Wissen rein, noch Geld, noch Erfolg im Beruf, noch Macht, noch Prestige wird dich wirklich zu der inneren Zufriedenheit geben können. Es gibt einen ganz klaren Weg und ich habe versucht, den zu dekodieren und so einfach wie möglich logisch aufeinander aufbauend aufzustellen. Ich habe die letzten 10 Jahre meines Lebens ausschließlich dafür gewidmet und da sind wir gerade dran am Arbeiten. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich freue mich unglaublich darauf, dass ich das erleben darf und dass ich ein wundervolles Team habe, die mich dabei unterstützen. Und ich freue mich unglaublich darauf, genau das mit dir zu teilen. So, ihr Lieben, fast 1 Stunde live gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn so könnt ihr mich in erster Linie bei meiner Vision unterstützen, Deutschland zu einem glücklicheren Land zu machen. Nur wenn wir alle zusammen anfassen, wenn wir alle an einem Strang ziehen und uns gegenseitig unterstützen, werden wir das schaffen. Was dafür notwendig ist, ist natürlich, dass genau diese Inhalte geteilt werden, in Gruppen geteilt werden, auf Seiten geteilt werden, privat geteilt werden, bei Freunden geteilt werden. Das ist überall rum erzählt wird, wenn es euch irgendwie helfen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. An dieser Stelle wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend. Lass es ruhig angehen, mach es gut und bis dahin, adios.